Ja, da stürzt das Spiel doch letztes Mal genauso ab wie fast bestellt. Naja, war nicht schlimm. Also, ich grüße euch. Letztes Mal redeten wir mit jemandem, der uns den Auftrag gab, den Familienstreit zwischen dem Schmied und dem Schnapsbrenner zu schlichten bzw. an deren Testamente zu gelangen, damit diese Person Geld von diesen zurückerhält. Also machen wir uns mal an die Arbeit. Der Schmied blickt dich irritiert an. Was willst du diesmal? Ich habe gehört, es gibt Schwierigkeiten zwischen dir und deinem Bruder. Ich würde gern helfen. Ach, hast du das? Sind meine Angelegenheiten mit meinem buchgelehrten Bruder also schon statt Gespräch? Verbreitet mein jüngerer Bruder schlechte Geschichten über mich? Soll ich erschlagen werden, nur weil ich nicht gebildet bin? Die Ebenen sollen gegen mich sein. Er schüttelt eine Faust Richtung Himmel. Eigentlich bin ich daran interessiert, die Angelegenheit zu bereinigen. Er sieht dich verschlagen an. Also, hier ist die Geschichte. Unser Vater war ein übergeschnappter alter Bastard, aber ein Reicher. Als er starb, hat er uns seinen Schmiede und seine Destille hinterlassen. Aber jetzt versucht mein Bruder, mich aus der Destillerie zu drängen und immer mehr Münzen eingebracht hat. Und ich versuche, sie zurückzubekommen. Ich habe ein Vermächtnis, das beweist. Aber ich kenne mich mit solchen Sachen nicht so gut aus. Und ich traue keinem in der Stadt, mir zu helfen. Hilfst du mir, dann gebe ich dir Klimper. Und ich halte mich an deine Entscheidung. In Ordnung, ich brauche dein Vermächtnis, um es durchzusehen. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Nun, in Ordnung. Ich nehme an, studier's gut. Und guck, ob alles in Ordnung ist. Er reicht dir einen verknitterten Stapel Papier. Danke, ich lasse dich wissen, was passiert. So, wo haben wir das? Der Schlegel vom Mächtnisputzlumpen. Hier, irgendjemand. Dieses Testament ist auf ein zusammengeknülltes Stück alten Pergaments geschrieben, das ganz verknittert und rußbedeckt ist. Es ist offensichtlich von jemandem mit sehr schmutzigen Händen immer wieder gelesen worden. Es gehört Dellenschlag, dem Schmied. Soweit du entziffern kannst, sieht es so aus, als ob sein Vater sowohl ungebildet als auch eine miserable Klaue hatte. Das Werkzeug, was du erkennen kannst, scheint anzuordnen, dass die Schmiede und die Schnapsbrennerei unter den zwei Brüdern aufgeteilt werden soll. Allerdings werden keine Details angegeben, wie diese Teilung erreicht werden soll. Wir sollten gehen. Ja, genug. Wo war denn hier Missy Bewohner? Du warst das, glaube ich. Genau, Roberta. Wir haben ja jemanden, der deinen Mann wegen Polygamie und so abschlachtet. Du weißt schon. Du siehst Roberta. Sie lächelt dich an, als du näher kommst. Guten Tag, Schleicher. Was kann ich für dich tun? Möchtest du immer noch, dass dein Mann beseitigt wird? Sie lächelt dich an. Und ob ich das will? Warum fragst du? Ich kenne eine Hure mit Namen Kiri. Sie braucht Geld. Vielleicht könnte sie nah genug herankommen, um die Tat auszuführen. Warum lässt du ihn nicht einfach kastrieren und alles und gut ist? Das wäre doch schon Strafe genug für ihn. Aber du tötest ihn. Wahrscheinlich wäre ihn zu kastrieren dann noch eine viel schlimmere Strafe. Die sollte sich mal Gedanken machen, was die überhaupt will. Sie starrt dich einen Augenblick lang an. Ich verstehe. Sie sieht sich um und lehnt sich dann zu dir herüber. Wärst du bereit, sie anzusprechen und ihr Arbeit anzubieten? Ich zahle jedem von euch 500 Münzen, wenn die Tat vollbracht ist. Das ist nicht gerade viel, Klimper. Nee, danke. Leb wohl. Ich kann den Klimper gebrauchen. Ich werde mit Kiri sprechen. Das ist nicht viel. Sie sieht dich ärgerlich an. Das mag wohl sein, aber mehr bin ich nicht bereit zu zahlen. Ihr beide könnt um 500 Münzen reicher sein. Oder es lassen. Die Entscheidung liegt bei dir. 500. Ach. Bestimmt fehlen sie später irgendwo. Aber 500, das ist so im Moment wie nichts. Ja, 500 ist wenig.
Wollen wir 500 Kupfermünzen haben? Sind wir so gierig? Bringen wir deswegen einen Mann durch eine Hure um? Wie wirkt sich das auf unsere Gesinnung aus? Fragen über Fragen. Ich kann ja mal aufs Screen gucken und dann mich für eine Möglichkeit aussprechen. Ich passe auf Wiedersehen. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Ach so, wir gebracht. Können dich jetzt nicht noch. Möchtest du noch deinen Mann beseitigen? Hier nicht, ich kann den Klimper gebrauchen. Gut, also warte mal. Ich lade mal eben den Ding safe und dann entscheide ich mich ja. Das war klug. Das war richtig klug. Autosave, genau, laden wir den mal. Wir müssten das Testament haben, exakt, und erledigt. Raus hier und dann nach oben. Ich probiere das dann mal aus und dann entscheide ich mich erledigt. Hinterher, wie sich das auf Gesinnung auswirkt und alles und ob sich die 500 lohnen oder ob man dafür ganze 20 erledigt. Erfahrungspunkte kriegt oder so. Ich möchte jetzt nicht schon noch mehr Blut als sowieso schon an meinen Händen kleben haben. Schon die ganzen armen schwarzen Abishai, die ich kaputt geklappt habe. So, wo war die. Hier war der Schnapsladen. Ich könnte natürlich auch beide beim versuchen anzuschwärzen, aber das wäre wohl das Beste. Vielleicht kann der Oberbefehlshaber uns da ja helfen. Schon hier, gut. Da, du da, mir, Kester. Au, mein Auge juckt. Noch einmal willkommen in der Brennerei der Gebrüder Malako. Womit kann ich dir heute dienen? Wer bist du, was, ne? Kaufen, nichts, danke, leb wohl, nichts, danke, leb wohl, ja, nichts, danke, leb wohl war der richtige, also das erste nichts, danke, leb wohl. So, hat er das? Vermutlich sollte er so stehen, dein Bruder hat mir so über ein Testament was erzählt und was steht denn da sonst noch so? Und ich soll die mal so überprüfen und das wäre voll nett, wenn du die aushändigst, Zwinker. So, hat er das. Ich werde dafür sorgen, dass deine Belohnung ansehnlich ausfällt, wenn du zu meinen Gunsten entscheidest. Ich mache dir einen Vorschlag. Besorg dir seine Urkunde, überprüf sie und überzeug ihn davon, dass du in der Sache vermitteln wirst. Du solltest reich belohnt werden. Na, wie klingt das? Ich brauche deine Urkunde, damit ich sie prüfen kann. Er sieht dich misstrauisch an und gibt dann nach. Wenn es damit schneller zu meinem Vorteil ausgeführt werden kann, dann gut. Hier, erreicht sie dir. Super, leb wohl. Was haben wir denn da? Kisters Testament. Dies Testament ist das auf ein sorgfältig gefaltetes Stück gut erhaltenen alten Pergaments geschrieben. Es gehört Kester, dem Schnapsbrenner. Soweit du entziffern kannst, sieht es so aus, als ob sein Vater sowohl ungebildet als auch eine miserable Klaue hatte. Das Wenige, das du erkennen kannst, scheint vorauszuschlagen, dass die beiden Brüder sich dem Mehren ihres Wohlstandes widmen, indem sie ihre Geschäfte ausbauen. Und hier ist die Tinte bis zur Unkenntlichkeit verschmiert. Der Rest des Dokuments gibt keine Details an, wie die Teilung erreicht werden soll. Ja. Wie macht man das weise? Fair macht man das weise. Also sie kriegen beides von ihrem Vater. Also wäre ich dafür, dass die irgendwie ihr Geld in den Pott werfen und das dann am Ende aufteilen. Je nachdem, ob gerade mehr Waffen oder Zeug gebraucht wird. Hier, was sagst du denn dazu? Schiedsspruch, kaufen. Gehen wir erstmal mal zum Bruder. Achso, der Schiedsspruch ist nur, dass ich das machen darf, oder? Ja, ja. Ich habe gerade über die Bedeutung des Wortes Schiedsspruch gebrüdelt. Ich habe deinen Bruder dazu gebracht, einem verbindlichen Schiedsspruch zuzustimmen. Bist du einverstanden? Also schön. Prüf die Erbschaftsurkunden und lass einen von uns wissen, wie du entscheiden hast. Ich bin bald zurück, leb wohl. Ja. Bist du schon zu einem Urteil gekommen? Ich habe zu deinen Gunsten entschieden, nachdem ich die Erbschaftsurkunde gelesen habe. Ist für mich klar, dass du das gesamte Erbe bekommen solltest. Nein.
Ich habe entschieden, dass dein Bruder das ganze Geld kriegen soll. Er ist eindeutig im Recht. Ihr beide solltet das Geld genau zwischen euch aufteilen. Euer Vater hat es ganz klar so gewollt, ja? Keiner von euch beiden verdient das Geld. Ich werde eure Erbschaftsurkunden jemanden geben, der das Geld einer nützlichen Verwendung zuführt. Lebt wohl. Ja, machen wir mal das hier, dass das aufgeteilt wird. Ihr beide solltet das genau zwischen euch aufteilen. Er stottert. Aber, das ist doch nicht... Aber... Er seufzt. Nun gut, ich habe mich auf dein Wort verlassen. Jetzt erwartest du nur keine Milde von mir. Mach, dass du aus meinem Laden kommst. Er wirft dir mit saurer Miene einen Beutel mit Münzen zu. Ich hab dir das hier versprochen. Dann sollst du es auch haben. Dann nimm es. Danke, leb wohl. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich hab Münzen bekommen. 500 oder so. Ja, knapp 500. So, der Kram ist weg. Du verkaufst uns vermutlich nicht, weil du beleidigt bist, ne? Ja, wir gehen schon. So, aber der Schmied ist bestimmt nett für uns. Der hat euch bestimmt Sonderangebot oder so. Ach ja, genau, wir wollten hier mal... Du siehst einen schneidigen, militärisch effizienten Mann in der Uniform der Wache von Verdammnis. Doch er strahlt noch mehr Autorität aus. Er wendet sich dir verächtlich zu. Was willst du? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Dies ist Verdammnis. Was soll ich dir sagen? Dass es eine Stadt ist, die mit Betrug durchtränkt ist, die von einem Wahnsinnigen geführt wird, in der es mehr Intrigen gibt als Gerulis in Charcerie, wo du einen Fremden ebenso trauen kannst wie deiner eigenen Familie. Das ist eine Stadt des Betrugs und der Vergeltung ist, die ihresgleichen sucht. Schau dich doch um, Dursel, und sieh selbst, was für ein Ort dies ist. Na gut, dann beantworte mir ein paar andere Fragen. Was? Ich möchte mit dem Verantwortlichen sprechen. Mit dem Verantwortlichen? Wozu zum Teufel? Eine Frau namens Lady Roberta schmiedet Pläne, ihren Mann Karl zu ermorden. Ich glaube, er ist einer der Adjutanten des Stadtverwalters. Ich möchte, dass du mich verhaftest. Ich bin auf der Suche nach einem Devan. Nee, nehmen wir hier das Erste. So, tut sie das. Wir werden uns darum kümmern, mein Freund. Die Bürger von Verdammnis sind dir zu Dank verpflichtet. Super, ich hätte noch ein paar Fragen. Was? Ich bin auf der Suche nach einem Deva. Er neigt sich zu dir herüber. Warum alles in der Welt suchst du denn gerade hier nach einem Deva? Soweit ich weiß, ist seit langer, langer Zeit kein Deva mehr in Verdammnis gewesen. Er wäre zugrunde gegangen durch all den Verrat und das Böse, das in der Luft liegt. Er lacht. Na schön, beantworte mir noch ein paar Fragen. Warte mal, speichern wir mal. Was passiert, wenn wir verhaftet werden wollen? Schon gut. So. Ich möchte, dass du mich verhaftest. Für welche Verbrechen? Wenn du wegen einer Formsache verhaftet werden willst, wende dich an einen meiner Wachen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Er durchstreift mit den Augen die Umgebung und ignoriert dich demonstrativ. Dann leb wohl. Okay, das war ja schon gut. Trocken hier, was? Ja, sag bloß. Guck dir den Boden doch mal an. So, wieder in die Schmiede. In die Schmiede des gehobenen Absturzes, oder wie man sie auch immer nennen möchte. Bin ja noch nicht ganz schlüssig. Lecker. Orangensaft auf dem T-Shirt. Da macht er sich gut. Hier, du da. Du bist gekommen, was? Fairhändler? Mal sehen, ob ich im Gegenzug auch einen fairen Handel anbieten kann. Lass sehen, was du hast. Hast du jetzt mehr? Boah, Messer, ey. Messer, ein Kupferpunkt oder Kupferding. 10 cm Länge, boah. Na, also günstiger bist du jetzt auch nicht. Ach, du kaufst das silberne Moped.
Ja, und den Fingernagel. Die Rodenklinge, die wir eh nicht brauchen, weil wir ein Steakmesser haben. Hm, ja, ich guck da mal auf Screen bei dir vorbei, hoffe ich, und verkauf dir Zeug. Ich bin weg. So. Dann geht es jetzt hier rein und wir sagen der Frau Bescheid, dass sie ihr Geld irgendwo abholen soll. Ja, da oben hängt immer noch der Hai. Kitala. Sie seufzt. Danke, dass du die Sache für mich erledigt hast. Aber hör mal, ich habe da noch eine Menge Planungsarbeit vor mir. Ich gebe dir noch schnell den Schlüssel und dann sind wir quitt, in Ordnung? In Ordnung, gib ihn mir. Sie konzentriert sich kurz und ihre Stimme nimmt einen anderen tiefen Tonfall an, als sie diese Worte anstimmt. Hier ist ihre Gefängnis, bevor denen völlig Dunkelheit. Sie macht eine Pause und spricht mit normaler Stimme weiter. Wegen dem dritten Teil des Schlüssels musst du mit Nabat da drüben reden. Sie gähnt wie ein Scheunentor. Ich bin erschöpft. Nimm das und dann lass mich erstmal in Ruhe. Ich muss über meinen nächsten Schritt hier nachdenken. Leb wohl. Leb wohl. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich hab was bekommen. Wo? Ah. Schriftrolle Zorn des Abgrundes. Ermöglicht es den Anwender, den Zauber Zorn des Abyss anzuwenden. Zauberstufe 9. Kann nur von Magiern verwendet werden. Verglichen mit dem Tanari sind die Badezu wenigstens etwas zivilisierter. Es gibt wahrscheinlich nichts Entsetzlicheres als den entfesselten Zorn der Abyss. Wird dieser Zauber herbeibeschworen, spaltet sich der Boden, auf dem das Opfer steht, und es wird willkommen in der Hölle. Und es wird in den Wahnsinn der Tanari gezogen. So, willkommen in der Hölle. Bei diesem Zauber öffnet sich unter einem festgelegten Opfer ein Ebenenportal und zieht es in den Abgrund. Das Portal bleibt auch nachdem es das Opfer verschlungen hat geöffnet. Und das einzige, was Umstehende vernehmen können, ist das unablässige Schreien des Opfers, das von den gnadenlosen Tanari zerfetzt wird. Nach nur wenigen Sekunden, die für den Bedauernswerten im Abgrund länger als eine Ewigkeit sind, wird er, was von ihm übrig geblieben ist, durch das Portal zurückgespuckt. Erstens kann das Opfer einen erfolgreichen Rettungswurf durchführen, wird es in einem Stück aus dem Portal ausgespuckt, aber während es anfänglich meint, das ganz unbeschadet überstanden zu haben, zeigt sich in Sekundenschnelle die ganze Grausamkeit des Zorns der Tanari. Das Opfer erleidet 5 bis 50 Punkte Schaden durch mehrere verzögerte Angriffe und Hiebe von allen Seiten. Zweitens kann das Opfer keinen Rettungswurf durchführen, ist es sofort tot. Alles, was von ihm übrig bleibt, sind ein paar verstreute Körperteile. Juhu! Grad 9. Da müssen wir noch eine ganze Weile für stricken. Vermutlich kommen wir da eh gar nicht mehr zu. Okay, wir sollen Nab aufsuchen, oder wie er hieß. Hier, Nabat. Erledigt. Also kriegen wir hier wirklich in der Bar alle Teile zusammen, oder wie? Au. Du bist so dick. Du bist also den dritten Teil des Schlüssels. Ja. Der Verwalter der städtischen Müllhalde ist ein Mann namens Chris. Scuttlebutt. Nach soll er eine Menge Gold unter seinen Bodendielen versteckt haben. Und es soll eine Bande von Schlägern geben, die es geplant hatten, es ihm abzunehmen. Ich habe meine Gründe, dass sie es nicht tun werden. Rede mit Clues und lasse dir von ihm Geschichten erzählen. Mach das und ich gebe dir den Schlüssel. Und falls es dich interessiert, kann ich dir ein paar listige Tricks zeigen. In Ordnung, leb wohl. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dann gehen wir jetzt zu Chris Cross. Schon gut. Ja. Da bist du irgendwo bei der Müllhalde. Fehlt da jemand? Namenloser Morddingens, da bist du ja. Du bist gekommen, um Erleuchtung zu erhalten? Weisheit? Du bist es. Er wirkt etwas enttäuscht.
Wer bist du? Was ist das für ein Ort? Was kannst du mir über Verdammnis erzählen? Ich habe gehört, du hast Ärger mit einer Gang von Schlägern. Vernet ist der Mann, ein Anführer von Läusen, ein Sammler von Sünden. Er sagt, ich habe Münzen, ich soll sie ihm geben, aber mein Reichtum liegt nur in meinem Herzen und meinem Glauben. Ich habe ihm das gesagt, ich fürchte, dass er nicht glaubt, dass er es nicht glaubt. Geh, überzeug ihn davon, bitte. Er ist bei den Kaufleuten östlich von hier. Na klar, leb wohl. Östlich von hier. Wo ist Osten, wo sind Kaufleute? Da... Nee, da ist Osten. Da oben sind Kaufleute, hoffe ich mal. Schon gut. Genau, die komische... Ich töte meinen Mann, Frau ist weg. Ach, ihr seid das. Ja, ne, Schläger. Hinter diesem Tor siehst du einen... Hinter diesem Tor siehst du einen eigenartigen... man kann es mal wieder so gut lesen. Siehst du eine eigenartige Ansammlung von Eisenstäben und Brunnen? Du bist dir nicht sicher, aber das könnte ein Stadtpark sein. So, hier gibt's doch irgendwie jemanden. Also hier sind Schläger und ein Getreidesilo war das, oder? Schon gut. Ich bin vergessen, was das war. Ja, ein Getreidesilo. Hier im Osten soll doch der Hier ist der Gelbe das, ja? Du siehst einen Mann in einer Rüstung, der ein Schwert an seiner Seite trägt. Er begutachtet dich. Misstrauisch, aber du, als du näher kommst, sei gegrüßt. Er nickt dir zu und blickt sich dann rasch um. Ebenfalls, was willst du? Ich wollte ein paar Fragen stellen. Ja, nee, du bist dann also nicht der, den ich suche. Ja, das kennen wir ja eh alles. Was weiß ich über die Pest? Ist eh alles egal. Wo bist du denn hin? Ja, ich verstehe, ich muss jetzt gehen. Dir auch. Schönen Tag noch. Erledigt. Schon interessant. Bist du der Kerl, den wir suchen? Du bist ein grobschlächtiger Mann mit dem wettergegerbter Haut. Er blickt ziemlich düster drein. Und merk dich, dass du näher kommst. Sei gegrüßt! Beim Klang deiner Stimme zuckt er zusammen und dreht sich rasch zu dir um. Sein Gesicht ist gerötet und sein Atem geht schnell. Ich bitte um Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Bisschen nervös, was? Du hast den Eindruck, dass er nicht weiß, was er dir sagen soll. Deine Bemerkung scheint ihn irgendwie überrumpelt zu haben. Meine Gedanken waren jetzt woanders, Schleifer, was willst du? Er beäugt dich misstrauisch. Bloß die Antworten auf ein paar Fragen, okay? Er starrt dich kurz an und blickt dann nervös um sich. Gut, eine Frage, aber dann haust du ab. Zu mehr habe ich keine Zeit. Ich suche noch einen Deva, nein, was hast du hier zu sagen? Ich suche Neuigkeiten, was meinst du? Wenn du zuverlässige Antworten auf ein paar Fragen haben wolltest, wen müsste ich dann... Also, wenn du zuverlässige Antworten auf ein paar Fragen haben wolltest, an wen würdest du dich wenden? Er lächelt dich an. Gute Frage, du bist wohl gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Er denkt kurz nach, bevor er dich genau mustert. Ich an deiner Stelle würde mal mit Shah reden. Er treibt sich hier in den Straßen herum und dürfte nicht allzu schwer zu finden sein. Wenn du nett zu ihr bist, hilft sie dir bestimmt. So, jetzt hast du deine Antwort. Also hau ab. Er dreht sich um und geht. Geh. Okay, also hier ist dann anscheinend nicht der komische Kerl, den wir suchen. Erledigt. Können wir einerseits hier nochmal um die Ecke gucken. Wen haben wir denn hier? Ruhe lassen. Dip. Bewohner von Verdammnis. Und was ist denn da? Dürfte ich da mal an dir vorbei? Genau. Oh, Liebesring. Flüsterndes Flakon. Oder sowas in der Art. Hier hat er doch gesagt, ich soll hier im Osten rumgucken. Ich kann ja mal hier oben gucken. Erledigt. Und das war's dann, oder wie? Anna, du bist falsch. Total gut, wenn ich euch jetzt gleich hier oben brauche. Verdammnis, Bewohner von Verdammnis, Bewohner, Wache aus Verdammnis. Nee. Dann vielleicht beim Lager Erledigt. Oben. Ja, da können wir natürlich auch nochmal gucken. Das ist natürlich auch im Osten und da sind auch Händler. Wie, du bist nicht abgeschmiert. Du bist verärgerter Bewohner, genau, hier haben wir Schläger. Ich hab auch keine Lust, die ganzen Schläger anzureden. Kann ja nicht mal einer Schon mit gut. Name bei sein?
Nur da oben haben wir Leute umgebracht. Aber wen suchen wir denn jetzt? Verteidige den Müllhaldenverwalter. Nabat hat mir in der Taverne zum Verratertor erzählt, was ich machen muss, um an den dritten Teil des Schlüssels, Schlüssel zu gelangen. Unten beim Tor zu einem Außenländer gab es einen Verwalter, von dem man munkelte, er sei ein reicher Mann. Man munkelt außerdem, dass er bald weg sein, wegen seines Reichtums dran glaubt. Ja, aber wo sind die? Oh, da steht da natürlich mal wieder nicht drin. Die wichtigen Informationen fehlen wie immer. Hätte ich dir noch mal bloß zugehört. Hier unten sind die wahrscheinlich nicht drin. Oder das ist auch nicht Osten, das ist irgendwo anders. Da oben, wo ist hier Osten? Das Osten kann auch im Norden das sein, was ich gerade von Norden halte. So, dann reden wir halt nochmal mit einem von euch. Ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Da oben um die Ecke werden ja wohl keine neuen Leute stehen. Sei gegrüßt. So, drück dir mal die 1. Bitte um Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Das kennen wir schon ganz ruhig. Ich würde bloß was fragen. Steck deine Klinge weg oder ich nehme sie dir weg. Macht nichts auf Wald. Ja, mir ist alles egal hier. Wo ist denn der? Jetzt verstecken die hier schon wieder irgendwelche NSC. Kann ich zu viel kriegen? Dann gucken wir nochmal im anderen Bereich. Vielleicht fragen wir den Alten einfach nochmal, wo die jetzt genau sein sollen. Warum kann der eine nicht einmal dahin führen? Ich bin weg. Wäre ja viel zu einfach. Erledigt. Da müsste man sich ja nicht wieder die Füße rumlaufen, um irgendwo jemanden versteckt zu finden. Ja, Osten. Den Osten haben wir abgesucht. Da war niemand. Hier oben waren nur sehr viele namenlose irgendwas. Und da wird ja wohl kaum im Getreidesilo drin stehen. Erledigt. Wer bist du denn? Du hast keinen Namen. Bewohner vom Verdammnis, geh weg. Dann ist hier keiner mehr. Doch, Nordum hat einen Namen. Wo bist du denn? Hier, komm mal her, hier. Wo soll ich suchen? Bist du gekommen, um Erleuchtung zu erhalten? Weisheit? Oh, du bist es. Evictus, wer bist du? Was ist das für ein Ort? Was kannst du mir? Nein, danke. Leb wohl, leb wohl. Nein, leb wohl, leb wohl? Hä? Er beugt sich verschwörerisch nach vorne. Ich kenne hier einen geheimen Untergrund. Nee. Ist da auch wieder irgendwelche komischen. Ach, warte, wir machen das mal so. So, wir haben uns auch vorhin mal mit dem unterhalten. Wie weit geht das denn zurück? Kester. Bei Kester sind wir fein. Super, lebt wohl. Was willst du? Namenloser Gegenstand, namenloser Oberbefehlshaber der Wache. Hier Müll. Klitnabat, Müllhalder. Vernet ist der Mann, ein Anführer von Läusen, ein Sammler vom Süden. Er sagt, ich habe Münzen, ich soll sie ihm geben, aber mein Reichtum liegt nur in meinem Herzen und meinem Glauben. Ich habe ihm das gesagt. Ich fürchte, dass er nicht glaubt. Geh, überzeug ihn davon, bitte, er ist bei den Kaufleuten östlich von hier. Hä? Hier sind östlich Kaufleute? Wir müssen nach unten, lebt wohl. Östlich Kaufleute. Erledigt. Kaufleute. Getreidesilo, das ist ein Händlertor. Erledigt. Ist ja höchstens noch im Händlertor drin, wo nicht wirklich Kaufleute drin sind. Erledigt, ich bin weg. Wie ist der Kerl jetzt nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Das regt mich gerade so unglaublich auf. Hier bist du das vielleicht. Nee, du bist Chaka Blut. Nee, geh mal weg hier. Verdammnis. Ich bin weg. Marquess, du nicht. Bewohner von Verdammnis, hier ist der garantiert nicht drin, ne? Schon gut. Osten bei den Händlern. Ja, der kann hier überall sein. Hier ist überall Osten und Händler. Ich bin weg. Erledigt. Vielleicht der Koch? Der viel zu aggressive Koch? Ach so, hier bist du. Hier reden wir auch nochmal, wenn wir wiederkommen. Delan? Nee, du bist Händler. Du bist aber eigentlich nur der Koch.
Nee, nee, nee. Hier gibt's keine Händler. Hier gibt's keinen Osten. Schon gut. Hier gibt's nicht mal eine Mauer. Obwohl, erledigt. Doch, die gibt es. Im Osten bei den Händlern. Na, hier sind Getreidesilo, hier sind keine Händler. Schon gut. Oder ich bin zu blöd, Himmelsrichtung zu deuten. Dann gucken wir vielleicht einfach nochmal weitere Huren. Einfach nochmal bei... Wer bist du denn? Schläger vom Verdammnis. Ja, die wären noch nicht im Osten schon gewesen. Gut. Wenn die das trotzdem sind, rege ich mich total auf. Weil das ist nicht Osten. Das ist Norden. Das ist genau im Norden von ihm. So. Ich bin weg. Gucken wir hier nochmal drüber, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass da groß was sein wird. Erledigt. So. Nee, hier ist niemand. Ich bin und weg. In diesem komischen Haus wird ja jetzt nicht auch einfach jemand auftauchen. Ach, was soll denn sowas schon wieder? Schon gut. Schon gut. Ja, das muss doch nicht sein, dass man die Leute jetzt wieder so unglaublich versteckt. Erledigt. So, du bist Händler, du bist Lagerarbeiter, du bist auch Lagerarbeiter. Ich bin weg. Du auch. Schon gut. Kann ja nicht wahr sein. Ignorier ihn, wer bist du denn? Auch nur Lagerarbeiter. Hier gibt's keinen komischen Typen. Ich bin weg. Das sind auch keine Händler, das sind Lagerarbeiten. Und im Osten gibt es keine Händler. Dein Gesicht zu verfinstern, auch mehr. Einen guten Tag, du sollst ja fragen. Oder er ist oben im. Er ist oben irgendwo im Gebäude. Ja. Was wollte ich überhaupt machen, wenn ich hier jetzt aufhöre? Bis nächstes Mal. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe irgendwas gesagt. Ich muss das selber nachgucken. Ich tue das im Idealfall. Und dann finden wir nächstes Mal hoffentlich diesen elenden, sich versteckenden. Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, den zu beleidigen. Der ist die Beleidigung nicht wert. Ich bin weg. Außer er ist natürlich im Osten, im Händlerturm, oberen Stock, wo ich jetzt eben nochmal ganz kurz nachgucken will, nur aus Prinzip. Und wenn ich ihn finde, dann töte ich ihn einfach. Ob er sich da irgendwie versucht rauszuwinden oder nicht, ich werde ihn einfach töten, weil er da ist. So, komm mal hier mit. Ich glaube zwar eher nicht, dass der hier oben irgendwo rumasen wird oder sonst was. Obwohl ja schon ein paar sehr nette Leute waren, die uns angemault haben. Aber ich bezweifle, dass der hier oben sein wird. So, erledigt, ich bin weg, ich bin weg. Hier sind Kisten, ich bin weg. Das hatten wir ja schon. Ja, nichts. Ich bin weg. Erledigt. Du Hure, genau. Verdammnis. Hier hinter was? Weg. Nein. Ach, was ist das denn da? Verschlossen. Ah, da müssen wir demnächst nochmal hin. Die ich Tür brachen wir ja mal vor einiger Zeit auf. Ach, man kann auch an alle schon Schränke gut. gehen, da muss ich dann nochmal mich umgucken. Was haben wir denn hier? Wächter aus Verdammnis, was machst du denn hier drin? Ich bin weg. Mit zwei Frauen. Wer bist du? Mit drei Frauen. Schon gut. Toller Wächter. Ich bin weg. Da fühlt man sich gleich viel sicherer hier. Ich bin weg. Von Verdammnis, nee. Ich bin weg. Hä, wo soll der sein? Hier gibt's keinen Osten mit Händlern. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.